Großsatz, der von KPMG, der leider krank geworden ist, wie einige von uns auch schon mit der Schnupfen hier rumlaufen. Das macht aber gar nichts, denn KPMG ist ebenso kompetent, auch bei KPMG tätig im Bereich IT Advisory als Senior Manager und kann bestens Auskunft geben zu den Themen. Mit der heutigen Tagung, da er auch im Bereich der Information Protection und Business Resiliency vorwiegend tätig ist. Er wird uns über Cyberbedrohungen referieren, aber auch, was wir dann tun müssen, auf der Business Continuity Seite, um uns auch vor solchen Bedrohungen zu schützen. Ja, vielen Dank, Frank. So, guten Morgen. Gute Gelegenheit, wie wir dann bei Matthias bedanken, dass er krank geworden ist und dann passiert dürfte. Und dass es nicht richtig ist, dass er nicht kam, das, weil ich durfte dann. Ja, wir kennen uns seit mehreren Jahren und das Thema Security haben wir schon, ja, das viele Jahre ist es ein Thema, das jetzt schon öfters heute gekommen ist. Also wir sind hier, niemand ist alt, niemand will bleiben jung, weil es ändert sich ja täglich. Und heute werde ich jetzt ein paar Themen ansprechen. Kurz Reality Check. Was ist geschehen und wo stehen wir? Und wie sollten wir Risk Management ändern und die Rolle von Threat Intelligence? Ich glaube, das ist, also für uns ist das wirklich ein ganz wichtiges Thema. Threat und irgendwas. Ich bin Italiener und ihr weißt, ich bin vor dem Kaffee. Und das ist für mich, das liegt mir am Herzen und deswegen werde ich versuchen, das interessant zu machen, wenn man schon hier noch weiter sitzt. Also, wer steht da hin? Wer Cybercrime, wer macht was? Wir werden jetzt nicht im Detail hingehen, natürlich, das weiß ich nicht, aber wir haben ja eine Riesenwahl. Also viele Elemente, die man sich überlegen muss, woher kommt er durch, also welche Vektoren zu werden benutzt. Ist das über Phishing, ist das über Denial of Service, ist das über eine gewöhnliche Defacing, was immer es kann, sagen kann. Wie weit sind wir betroffen? Was sind die Interessen? Wir müssen verstehen, a know your enemy, das haben wir ja. Mehrere Jahre schon gesagt. Das Prinzip, das Ethical Hacking geht ja um das. Wir haben ja vor Jahren Ethical Hacking geschult. Den IT-Manager muss verstehen, das Thema, das heute das Cyberwar-Konzept, es geht nicht um Lernen, wie kann ich eine Attacke durchführen. Das geht ja gar nicht um das. Das geht, ich habe Tools im Haus und dann, wenn ein Ereignis, wenn dann etwas auf den Bildschirm kommt, was bedeutet dieses? Ich hatte die Übung, die wir hatten damals, war eine Linie, war ein Administrator, hat sich angelockt. Das hieß für die meisten gar nichts, obwohl das war ein Tool, das sich angelockt hatte und dann macht es so ein Screenshot jede Sekunde. Also das, man muss verstehen, was es bedeutet in diese verschiedenen Fälle. Und woher kommt es? Das Thema Internal Attack, External Attack ist immer so ganz, wir hatten früher das Hard on the Outside, Soft on the Inside, das war immer so ein Thema. Deswegen war Internal Attack so interessant. Jetzt ist Insider Threat mehr im Rahmen DLP, Data Loss, aber das ist immer nach wie vor ein ganz wichtiges Thema. Was ist geschehen? Da waren ein paar Themen schon erwähnt. Also Sony, natürlich Sony ist besonders gut, aber jetzt da 171 Millionen, das für mich ist, das war für 200 Millionen vorher gesagt, vielleicht jemand hat noch mehr, aber für mich das Thema ist estimated. Also wir sind im, sogar danach ist eine Schätzung, nicht mal nur vorher. Also wieso sollten die vorher eine genaue Zahl wissen? Das ist das erste ganz wichtige Thema. Wir können nicht wissen genau, wie viel, wie oft, wie wahrscheinlich es dann eine Attacke ist und dass es genau Kosten gibt. Wir wissen es nicht mal danach.
was in Deutschland diese 18 Millionen E-Mail, das war ein bisschen ein Schock, weil das kann in Deutschland nicht geschehen, weil das ist so alles so gut geschützt. Die Privacy Law ist ja ganz klar, was man machen kann, aber das war ein Schock. Largest Attack, haben wir uns vorbereitet für 300 Gigabit pro Sekunde Attack. Übrigens, Largest Attack, dieses Jahr sind wir schon auf 400 Gigabit gekommen, also das wird noch wachsen. Also das heißt, wo ist dann wirklich mein Risiko? Ist das in einem Denial-Service diese Masse, was kann ich wirklich machen? Politisch, NSA habe ich nicht schriftlich, aber das ist natürlich ein Thema, den ich eben kenne. Und was hat Heartbeat gekostet? Wie viele von euch haben E-Mails, gerade E-Mails bekommen, bitte ändere deine E-Mail, das war für Phishing genial. Dann natürlich jeder, der Phishing macht, hat Phishing-E-Mail geschickt. Jetzt musst du da Heartbeat und dein Passwort ändern. Also das war für den Sicherheit viel schwieriger zu schützen. Und das Thema, was Heartbeat für mich noch wichtig ist, das bringt eine neue Variable im Sinne von Management und Cost-Management. Wie viele haben Geld investieren müssen, nur um zu sagen, bei uns war nicht ein Problem. Also es ist nicht nur die Kosten des Risikos, sondern sogar die Kosten des Non-Risikos. Und dann ein wichtiges Thema. Da hat mir jemand, von Yahoo gesagt, wenn Sie eine Patch 5 Minuten vor Amazon installiert hatten, wurde Amazon gehackt. Und dann war das für den kein Problem. Also nicht ein Beweis unbedingt, aber es war sicher ein Thema. Und wir müssen nicht hier, weil jetzt das ein großes Thema ist, aber das ist eine Studie von Lloyds. Also Cyber Risk ist ganz klar immer weiter oben. Und dafür kann man wahrscheinlich uns mit NSA bedanken, also Snowden dementsprechend. Und jeder, der einfach veröffentlicht, dass das wirklich ein Problem ist. Was machen wir falsch eigentlich? Erstens ist für mich das große Thema Enumeration. Wir versuchen, dieses Risk Management so genau zu machen, so präzise, alle Threats, alle Assets mit CIA, Confidentiality, Integrity and Availability Index Faktoren. Das sind alle Elemente, die also jeden von euch, die Frage so rhetorisch, wer hat im Haus ein Asset Management, der diesem spricht, diese erste Linie? Will nicht wissen. Ja, aber es ist kaum machbar. Alle Threads. Schon hier haben wir ein anderes Problem. Korrelation dann. Und diese ganze Thema, das kann man nicht damit anfangen. Also das ist skaliert nicht, kann man not maintainable. Und diese Quantifikation, diese genaue Zahl, weil das die Theorie sagt, ich sollte ja nicht mehr investieren, als was ich schütze. Ja, okay. Aber wenn ich diese Rechnung nicht machen kann, die hat, mir wurde oft gefragt, ja, was ist mein ROSI? ROSI war ein Riesenthema. Return on Security Investments. Dann habe ich ihn gefragt, okay, was hat euch die Schaden gekostet? Ja, das weiß ich nicht genau. I risk my head. Wenn ihr das nicht wisst, das können wir nicht überschätzen. Ja, 10% lohnt sich. Macht keinen Sinn. Also wir müssen sicher mit etwas anderes anfangen. Andere Faktoren, die wir nicht vergessen können. Hacker, also Cybercrime, sind etwas revidiert geworden. Also Cybercrime hat mehr Geld, als wir haben. Hat jemand hier keine Budgetgrenze? Nein? Okay. Sie haben keine Budgetgrenze. Cybercrime hat mehr Zeit. Also da ist... Okay. Ja, wir haben etwas gemacht. Ist gleich. Die haben mehr Zeit. Es spielt keine Rolle, wie lange das es dauert, um erfolgreich einen Angriff erfolgreich zu machen. Und das jetzt ein Monat,
Monate geht oder ein Jahr geht, spielt keine Rolle. Bei Projekten oder bei Sicherheit, wie lange es geht, etwas einzusetzen, spielt eine Rolle. Weil irgendwann Management sagt, es kann wohl nicht sein, dass wir jetzt seit 3 Jahren auf demselben Projekt sind und wir haben immer noch kein Ergebnis. 100% Security kann nicht erreicht werden, das ist eine Tatsache. Also das ist so umgestellt auf Englisch, elegant gesagt, muss man so denken, shit happens. Und das ist die Grundstartpunkt. Wir wissen schon jetzt, dass irgendwann irgendwas geschehen wird. Und dann wird es anders gemessen. Ein Erfolg für einen Hacker ist, ich habe jetzt 1 Million Spam oder Phishing oder ich habe 1 Million Attacke durchgeführt, habe 3 habe ich Erfolg gehabt. Juhu! Dieselbe 3, wir haben 1 Million Attacke gestoppt, aber 3 haben uns erwischt. Und diese 3 sind unsere Fehler, weil diese 3 kosten nun etwas, also viel happens. Deswegen ist, wir müssen das in diesem Rahmen schon auch denken. So, was wir nicht machen können, eben Security 100%, es gibt nicht. Best of Class Tool, also ich war früher bei IBM, jemand von euch hat uns sicher schon gehört, war sogar hier, glaube ich, einmal als IBM mit Exports und so weiter, also ich werde sicher nie gegen Best of Breed sprechen. Aber wie sie konfiguriert sind und maintained, das ist am Kern wichtig. Ein Tool, den ich bekannt alles, aber den ich nicht betreuen kann oder nicht, oder set and forget, gibt es ja gar nicht in Security. Das ist ganz wichtig. Und dann demnächst, das gehört irgendwie dazu, es ist, wie sie zusammen funktionieren. Ich kann Best of Breed, das gibt dieses Säule-Thema, und ich habe Best of Breed in 10 verschiedene Bereiche, in 10 Bereichen gar nicht für Security, und die sprechen nicht zusammen. Das hilft mir gar nicht. Wenn man plant, muss man planen, wie kriege ich das alles zusammen. Wie kommen diese Informationen zusammen, sodass ich irgendeine Action dann auch reagieren kann? Wie schnell sie reagieren kann? Das ist dann eine Übung. Schon heute Morgen haben wir gehört, das ist dann diese Reaction Time, ist ganz kernwichtig. Extern, also nicht im IT Security. Wenn in Mont Blanc Tunnel zwischen Italien und Frankreich gab es einen Unfall, es gab ein Feuer. Was war die erste Reaktion von Betreuern auf der leider auf der italienischen Seite? Er hat Leute gesehen und hat gesagt, die ersticken, ich muss Luft reinblasen. Und dann hat es wirklich erreicht. Die sind alle erstochen. Tot. Weil natürlich war Luft ins Feuer geschickt, anstatt umgekehrt. Und die erste Reaktion war falsch. Und das ist im gleichen Sinn, natürlich haben wir hoffentlich nicht menschliche Nebenwirkungen, aber im IT müssen wir das genau dasselbe denken. Die erste Reaktion ist oft die Bürger, die Schranken begrenzt. Und die muss man üben. Also üben. De facto üben. Das kommt in der nochmal zurück. Compliance. Ich liebe Compliance. Compliance hat in Security Geld gebracht. Ich liebe Compliance. Leider, viele denken, ich bin Compliance, deswegen bin ich sicher. Wie ich denn das falsche Knopf? Falsch. Es ist nicht so. Nicht unbedingt umgekehrt auch. Wenn man sicher ist, ist man nicht unbedingt compliant, aber sicher auf einem besseren Weg. Und we need the best professional. Wer hat Probleme, Leute zu finden? Das ist sicher, also das ist schon eine Community, die Security kennt. Wir kennen Bedrohungen, wir kennen Nebenwirkungen. Aber das größte Thema war heute auch schon mal erwähnt. Das ist zum Beispiel VIP, weil ich gerade bei meinem Kunden.
so Executive Management, sagen wir mal jetzt so. Wir müssen Verschlüsselung machen, ja, Festplatteverschlüsselung, ja. Ja, aber wir können nicht erwarten, dass unsere VIP dies und dies machen. Oder unsere VIP will sofort Zugriff haben. Und wenn wir dieses Denkprozess nicht ändern, also nicht unten nach oben, sondern von oben nach unten, das wird immer ein Problem sein. Weil wenn Sie nicht verstehen, wie wichtig das Security ist, dann werden Sie auch nicht verstehen, wie wichtig das Sie in Security Risk Management investieren. Liebe die Leute. Und ich hoffe, dass es nicht Vollfall ist, aber im Thema Business Continuity and Risk und Disaster Recovery, wie oft wird wirklich das Disaster Recovery Plan getestet? Wie oft wird das Hauptdata Center einfach abgestellt? Um zu sehen, ob es wirklich funktioniert. Gegenüber einer Papierübung. Oft habe ich gesehen, ja, das Hot Standby wird einfach getestet, der funktioniert. Ja, okay. Aber ist es wirklich, weil das andere ignoriert wird oder nicht? Also ist ganz wichtig, dass wir das durchtesten. Und wie gesagt, das Kernpunkt ist für uns zu überlegen. Shit happens. Und wenn wir uns vorbereiten, was geschieht, falls, dann üben wir und planen wir die Reaktionszeit. Also wie gesagt, das heißt nicht, wir müssen keine Verschlüsselung mehr, wir müssen kein IPS mehr haben, wir müssen kein Firewall mehr haben. Aber jeden Security-Manager wird sagen, ja, 80-90% wird da geschützt. Was machen wir das andere 10%? Einen Namenreferat von NSS habe ich mal gehört von Dr. Frey. Die haben bei NSS getestet. Es gab nur eine, in dem Fall, in dem Test, nur eine Kombination von zwei IPS-Systemen, verschiedene IPS-Vendoren, die alle Attacken gestoppt haben. Nur zwei. Eine Kombination von zwei IPS. Jetzt wahrscheinlich hat niemand zwei verschiedene IPS im Haus, das ist man schon eine. Und die Wahrscheinlichkeit, dass genau die zwei sind, ist extrem viel und das ändert sich schon sowieso zwischen Test und Test. Und das muss man dann einfach rechnen. Also das heißt, Security ist nicht ein Projekt, ist Business as usual. Wir müssen da planen, wir müssen da verstehen, Detection, wie funktioniert das, was mache ich danach, wohin reagiere ich, wen muss ich anrufen, diese bekannte Liste von Hot Contacts. Muss man immer da haben, habe ich alles in einem Ort, jetzt sind wir da in IT-Security, also wenn man sagen, dass Fire und Flooding und solche Dinge sind nicht unbedingt IT, obwohl das kann durch den kann das ganze IT dann anlegen. Also was heißt, was mache ich denn, wenn ich keine IT mehr habe? Und in der Mitte stellen wir Threat Intelligence zu, also im Sinne wirklich zu verstehen, was sind die Bedrohungen, wie können die unser Business treffen? Security als Business enabled, das heißt Security muss verstehen, wie das Business dann verhindert wird. Und durch diese dann kann man sozusagen Security, das ist, ich habe mir Security Wheel, aber ich bin sicher, dass ihr habt mehrere Security Wheels schon gesehen. Und diese Cyber Transformation ist aber die Transformation nicht im Sinne von technischer Transformation, sondern auch von Approach. Dann ist dieses Circuit Board Diagramm und da schauen wir, woher es kommt. Also Business Driver ist sicher mal das Erste. Wo will die Firma hin? Neue Technologien, das kann Cloud sein. Das wurde noch nicht erwähnt, heute muss ich das Wort Cloud sein. Cloud, Mobile, was immer, Outsourcing. Also die Kollaborationen sind immer mehr. Und das kommt dann schlussendlich zur Resiliency and Continuity, weil das Business muss einfach dann unterstützt werden. Compliance ist wichtig, natürlich, weil da kommt aber im Sinn auch Legal Requirements, die Verträge sind heute immer wichtiger, wenn man so SLAs hat und wer ist verantwortlich. Also wir haben jetzt, bei einem Kunden sind Races direkt im Vertrag, also Responsibility, Accountability, also vor allem diese zwei Bereiche, die
die andere zwei sind ja, wichtig. Aber natürlich, Responsibility und Accountability sind im Vertrag drin. Man muss wissen, woher, wer ist dann verantwortlich für mich. Und dieses große Challenge ist dann im keeping the pace. Risk Monitoring muss ein Prozess sein, der continuous ist. Flexible Modelle. Die Strategie ändert sich nicht unbedingt schnell, aber Taktik schon. Das heißt, ich muss mein Modell leicht schnell ändern können, ohne dass ich von vorne mein Risk Assessment machen muss. Ich habe ein Parameter geändert und jetzt sehe ich, was die Nebenwirkungen sind. Und Automation ist ganz wichtig. Ich kenne noch keine Firma, der gesagt hat, wir haben genug Leute. Wenn die Firma 300, hat bei IBM 400.000 Leute weltweit, 1 Million IDs und was immer, und was nicht wie viele Assets, also das heißt, das ganze IT muss automatisiert werden, weil sonst auch nur eine halbe Stunde pro Gerät, das reicht nicht in einem Jahr. Wenn die Firma aber kleiner ist, ist vielleicht 2 Leute, dann reicht es sowieso nicht. Also diese Automation ist ganz wichtig. Und da schauen wir, wie diese Building Block dann zusammenspielen. Also in Security zuerst mal sicher eine Governance. Welche sind die Prozesse, die wir machen müssen? Also wie, wer spricht mit wem, wer ist eben verantwortlich für welchen Prozess und für welchen Schritt innerhalb des Prozesses, also für Action. Und dann wird diese, im Prozess selber, hole ich mich die Informationen? Es gibt sicher Vendor-Informationen, aber dann gibt es noch Threat-Informationen, es gibt verschiedene Firmen, die das anbieten. Also man kann das sich von extern auch rausholen. Aber wenn man sich die dann reingeholt hat, also ohne das, es kann bei Symantec sein, es kann bei IBM sein, es kann bei Secunia sein, es gibt noch mehrere, Dell hat auch so dieses. Okay, jetzt habe ich mehrere Quellen. Jede Information sieht anders aus. Wie komme ich zu einem Common Language, sodass ich dann diese vergleichen kann und auch vergleichen mit meinen internen Informationen. Und dieses Gathering geht in Analyse, so wie mein Bayer so schön gesagt hat, das dreht Daten in Information. Das ist einfach Daten sammeln hilft nicht. Big Data ist ja auch ein großes Thema. Wir haben zu viele Daten, was machen wir damit? Das geht langsam in dieselbe Richtung. Das ist Big Data for Cyber Risk. Und dann, was macht man damit? Natürlich, und das ist dann ein intelligenter Entscheid, der mit zu tun hat mit Business Drivers. Wohin will die Firma, was machen, was macht Sinn zu tun? Und dies ist ganz wichtig, dass wir dann hier objektiv sind. Weil ich weiß noch, vor Jahren haben wir immer gesagt, ja, in 3-4 Jahren ist Application Security sehr wichtig. Die Hammer-Attacken kommen über SQL Injection, Cross-Site Scripting. Und dann wird die Budget angeschaut von Firmen und alles ging noch in Network Security, Infrastructure Security. Und das kann nicht, das darf nicht mehr sein. Wir haben diese Zeit nicht zu reagieren in der ganzen Investitionsprogramm. Also das heißt, hier muss man die langfristige Vision haben, aber auch kurzfristig. Ich kann ja dann entsprechend reagieren. Feintuning. Hoffentlich sind schon Tools in-house, die man anders konfigurieren kann und etwas dann schützen. Und dann diese Intelligenz, diese Awareness muss dann aufgebaut von oben nach unten. Wie gesagt, wir brauchen unbedingt Executive Unterstützung. Executive Verständnis. Also wir hatten bei einer Versicherung hier in der Schweiz einmal einen Pentest durchgeführt und der CEO hat per Post einen Scheck für 1 Million Schweizer Franken bekommen als Übung. Und wenn er dann zu dem Ergebnis kam, sagte er, wie hat er das gemacht? Und dann wurde das erklärt. Also er hatte dann, das ist dann so relativ schnell nach oben gegangen. Vielleicht muss man das den Vorfall. Also, er hat es gut genommen, aber das ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Aber wir müssen, leider müssen wir sie manchmal ein bisschen schockieren. Tools, ja, das sagt Ende. Also
Fach. Ich bin fast so weit. Also Tools, das ist ein Beispiel von einem Tool, wo man einfach so pro so die verschiedenen Parameter dann anschauen kann. Also das ist auf Departement-Ebene, aber natürlich jede Departement hat ein Tool, das heißt, das muss dann noch zusammenkommen. Risk Evolution, das ist einfach ein in der Zeit, wie das sich ein erster Risk Assessment. Dann hat man Maßnahmen, dann macht man einen Test, ist man zufrieden. Dann gibt es eine neue Technologie oder gibt es ein System, der untergeht, dann hat man wieder eine Risikophase. Und jetzt das Problem ist, wo stehen wir heute? Heute meistens sind wir hier und macht man ein Risk Assessment und sagt man, wohl, alles ist in Ordnung. Nächste Woche gehen wir hier, weil irgendetwas geschieht, aber das nächste Risk Assessment ist in einem Jahr. Jetzt lebt die Firma ein Jahr in einem Risiko, der über den Risk Appetite ist. Und das kann nicht sein. Deswegen ist kernwichtig, dass wir dieses Risk Assessment dynamisch und Risk Modeling dynamisch haben, sodass wir dann entsprechend reagieren können und wieder das unter den Risk Appetite setzen können. Risk Appetite ist übrigens noch ein schönes Thema, da könnten wir nochmal eine halbe Stunde, aber irgendwie so ganz kurz gesagt ist, Executive oder VIPs müssen sagen, okay, wenn wir 1 Million Verlust haben, ist uns egal, oder wenn 50.000 Verlust haben, ist uns egal. Und dann hat man irgendwie so eine numerische Grenze, eine größere Ordnung. Wahrscheinlich, die sagen, 50.000 ist mir gleich, und wenn sie dann wirklich verloren gehen, ist es nicht mehr wahr. Aber damit muss man nachdenken. Und das kommt dann alles zusammen, indem dass man dann Emergency Threat anschaut, also als wichtigen Punkt, wie reagieren wir, wir üben das, dieses Risk Register als ständig up-to-date Prozess, der dann in der Tools dann auch entsprechende Aktionen dann bringt. Weil ohne dieses ständiges Continuous Automated Update von dieses Risk Register sind wir in einer statischen Situation und wir wissen alle, dass statisch funktioniert einfach nicht in der heutigen Tage, umso weniger als früher. Und dann, nicht zu vergessen, Information Risk Management muss im Enterprise Risk Management dann noch ranfließen. Das ist in der Theorie, das steht überall, aber ob es dann wirklich immer gemacht wird, das ist ein Thema, den man sich dann selber anschauen muss. Das ist aber nicht Thema von heute. Die letzte Folie, dass es nicht einen Schock gibt, die letzte Folie ist wirklich, dass, wenn man das anschaut, wir machen so diese 6 Bereiche als Cyber Risk Management und dann macht man ein Maturity Assessment, wo stehen wir mit diese, und wir haben so kategorisiert die Firmen in 5 Bereiche, das heißt, man geht von Beginners, also wo Compliance ist das Wichtigste, ich habe alle Checkboxen und dann habe ich den Schritt gemacht, bis zu Cyber Security ist ein Teil von unserem Leben. Das heißt, jedes Mal, dass wir irgendwas machen in der Firma, schauen wir die Wirkungen auch in IT